Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von In Stereo. 14 Tage sind um, es wird also allerhöchste Zeit. Heute mit einer Band, die es schon seit 1993 gibt, zwar mit Unterbrechung, aber immerhin, die Rede ist von Selig. Hallo ihr Lieben. Schönen guten Abend. Hallo. Hallo. Ja, Jan und Christian seien nochmal vorgestellt an dieser Stelle. Ja, ihr spielt heute Abend hier im Haus Auensee. Ihr präsentiert euer, also Haus Auensee in Leipzig, muss man vielleicht dazu sagen. Ihr präsentiert euer neues Album Kashmir Karma, gerade Anfang November erschienen. Seid ihr zufrieden so mit dem, was im Zuge einer VÖ so passiert? Rezension, Charteinstieg, Besuche bei den Konzerten? Wir sind sehr zufrieden. Wir waren noch nie zufriedener, kann man wirklich so sagen. Es fühlt sich an wie in den 90ern nach unserer Debütplatte. Also so viel Lob haben wir selten gekriegt für ein Werk, was wir vollendet haben. Ja, es ist fast ein bisschen unheimlich. Und jetzt auch auf der Tour können die Fans können die Lieder schon. Also wir spielen das ganze Album live. Das gesamte Album? Ja, ein Stück haben wir neulich weggelassen, aber... Wow. Aber die ersten Gigs haben wir 11 Stücke, jetzt spielen wir 10 Stücke vom ersten Album und natürlich auch noch alte Songs. Mhm. Und das funktioniert total, das war ja auch ein bisschen spannend. Was ist da? Nein, ich habe nur gezeigt, dass das alkoholfrei ist. Ach so, ist nicht, dass ich schon morgens mir die Kante gebe. Okay, ja gut, man muss aber auch dazu sagen, es ist inzwischen Nachmittag, also insofern sei es Jan auch nachgesehen, wenn ein bisschen Alkohol drin wäre. Ja, das schmeckt auch echt gut und es ist isotonisch. Das macht stillende Mütter trinken das auch immer. Okay, aber da siehst du jetzt keinen persönlichen Bezug? Nee, aber es macht tatsächlich was mit einem und es ist auch echt gut, mal klar in der Birne zu sein. Okay, ja, Rockstar-Leben und so, ne? Zurückgezogen nach Schweden in ein kleines Holzhäuschen und haben echt über ein Jahr lang daran gebastelt. Sind immer im November sind wir das erste Mal hingefahren. Da war Winter und dann waren 10 Tage da, dann sind wir wieder zurück, haben reflektiert, dann sind wir wieder hin. Und bis in den Spätsommer rein haben wir dieses Wechselbad gemacht. Und das tat der Platte und uns sehr gut und auch ohne Produzenten oder Techniker. Es ist die pure selige Essenz, die man dort hört. Ja, wunderbar. Ganz besonders gut ist mir noch der Titel Wintertag in Erinnerung geblieben, den ihr dann wahrscheinlich auch live spielen werdet, oder? Den spielen wir live. Und das ist echt schön bei den letzten Konzerten. Die Leute wissen, dass wir das da in dieser Holzhütte aufgenommen haben, am Kaminfeuer. Und dann, das ist so ein schöner Moment, weil dann gehen im Publikum die Feuerzeuge hoch. Ein so nostalgisches, schönes Gefühl irgendwie. Also es ist wie bei einem Crow-Konzert, nur irgendwie geiler, weil es halt echtes Feuer ist. Seid ihr wahrscheinlich auch wieder an die 90er erinnert, oder? Ja. Könnte ich mir vorstellen. Ja. Und das war, du kommst auch gleich zu Wort, Christian, aber jetzt muss ich nochmal beim Jan kurz bleiben, denn das war, könnt ihr kurz tauschen. Nein, aber das war tatsächlich eine Idee von deiner Frau, nach Schweden zu gehen, um die Platte aufzunehmen, oder? Ja, das ist, wir sind ihr sehr, sehr dankbar. Sie meinte, Janni, ich glaube, jetzt ist es an der Zeit. Mhm. Sie hatte vor vielen Jahren irgendwie von ihren Großeltern dieses Haus dort geerbt. Sie meinte, das ist ihr Haus. Ja, genau. Und wir wollten Lieder schreiben und dachten irgendwie, wir brauchen einen Rückzugsort. Und Anna meinte irgendwie so, ey, geht doch dahin. Das ist der beste, inspirierendste Ort, den man haben kann. Und hat euch das nochmal zusätzlich zusammengeschweißt so als Band? Oder war das überhaupt nötig? Na, wir sind da hingefahren und wussten auch noch nicht, was so passiert. Also die Idee war super, weg von allem und kein Management. Und das war die Zeit unseres Lebens, kann man nicht anders sagen. Ja, wir haben uns so tierisch verstanden und wir haben ganz viele Spaziergänge gemacht, wir sind schwimmen gegangen. Jan hat ein perfektes Sightseeing gemacht da in Schweden, weil er kennt das da ja überall. Ronja, Räubertochter, Schlucht, alles inklusive. Nee, wir haben uns tierisch verstanden. Also es war so wie die Liebe, wenn man eine neue Band hat. Das ist irgendwie, fühlt sich auch ein bisschen so an wie eine neue Band. Dies ist kein Traum, dies kann man so sein.
sein. Sie fahren rauf, lassen niemanden rein. Sie wachen auf, er sagt, ich schwöre, dies hier ist mehr als eine Affäre. Diese tiefe Version dieser Reise ist, dann nimm mich so wie du bist. Wenn du ab heute meine Begleitung bist, dann nimm mich so wie du bist. Ihr Lieben, es geht um die allererste selbst gekaufte Platte und da darf gerne der Christian beginnen, was es denn bei dir war. I was made for loving you. Okay, Kiss. Ja, das war die erste Single. Aber du hast sie vielleicht ein bisschen später gekauft, oder? Ja, vielleicht nicht. Okay, wir lassen das jetzt so mal unkommentiert. Ich schneide es dann raus, ganz sicher. Okay, was war denn das bei dir? Shaken Stevens. Shaken Stevens, okay. Ja. Das waren wir dann schon in 80ern vielleicht, oder? Ja. Ja. Okay. Weißt du noch mit welchem Song? Visceral House. Ja, ja. Okay, zuletzt gekaufte Platten, kauft ihr noch Vinylplatten oder kauft ihr CDs oder alles digital? Was war denn meine letzte Platte, die ich gekauft habe? Ihr bekommt bestimmt auch ganz viel geschenkt, oder? Als Musiker ist das doch meistens so. Vielleicht fällt es Christian ein? Nee, auch nicht. Okay. Erbärmlich, ne? Nicht unbedingt. Nutzt ihr eigentlich Streamingdienste so privat, wenn ihr Musik hört? Ich bin Playlisten-süchtig. Mhm. Okay, also ja. Ja. Bei dir, Christian? Ja, ist ja auch super praktisch, ne? Wenn man auch gerade unterwegs ist oder so. Macht halt total Spaß, so auch zu forschen und neue Sachen zu entdecken. Mhm. Auf jeden Fall. Man müsste ja meinen, ihr habt schon so ziemlich alles erreicht, was man als Band erreichen kann. Ihr habt ein Echo bekommen, glaube ich auch, ne? Ihr habt eine goldene Schallplatte bekommen. Ihr wart in den Charts, ihr seid in den Charts, spielt in ausverkauften Häusern. Gibt es da noch irgendwas, wo ihr sagt, na, das wollten wir schon immer mal machen, haben wir aber bisher noch nicht? Die nächste Platte. Gibt es bei dir irgendwas, Christian? Ja, das soll so weitergehen. Wie gesagt, das war so schön in Schweden und wir haben schon so viele schöne Platten gemacht. Und ich freue mich, ich kann es eigentlich schon gar nicht erwarten. Noch ein bisschen spielen. Ja, ihr macht tatsächlich so einen tiefen, entspannten Eindruck, muss man wirklich sagen. Und das ist ja ganz wunderbar anzusehen. Ja. Ja, wir gehen auch echt gut miteinander um und ich liebe diese Tour. Es ist wirklich, es ist wie ein neues Leben. Ne? Die Crew ist so geil und die Reise ist und das Publikum und man merkt richtig auf der Bühne auch, also dieser Funke. Also eine Band ist ja eigentlich da, also so bestenfalls so vier Kumpels, die zusammen Musik machen und eine eigene Welt kreiert haben und Gastgeber sind jeden Abend und den Rest der Welt dazu einladen. Und das geht so auf, mehr als man sich das erwartet hat. Und das ist so schön. Ihr Lieben, dann sage ich schon mal viel Spaß nachher auf der Bühne. Und viel Spaß vielleicht beim nächsten Wiedersehen. Wer weiß, man sollte niemals nie sagen, weiterhin viel Spiellaune. Aber die wird euch eh nicht abhanden kommen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und euch weiterhin viel Laune bei uns im Programm. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Tschüss. Was ich am Wasser fließt, so du fließt. Doch es ist mehr als du siehst.